Diese Woche stand im Zeichen einer furchtbaren Vision. Sie endete trotz des Aufatmens in aller Welt mit einer Beklemmung und hinterließ dem Chronisten das Dokument einer Krise. Diese Krise begann, als amerikanische Aufklärungsflugzeuge, ausgestattet mit Spezialkameras, den fotografischen Beweis erbrachten, dass auf Kuba offensive Mittelstreckenraketen sowjetischen Ursprungs stationiert sind. In einer Rede über sämtliche amerikanischen Sender klärte Präsident Kennedy die Weltöffentlichkeit über die aggressiven Ziele der Sowjets auf und kündigte die Blockade Kubas an. Is capable of striking Washington DC, the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City or any other city in the southeastern part of the United States. Fidel Castro, der starke Mann Kubas von Khrushchevs Gnaden, rief daraufhin sein Volk, dem die kommunistische Begeisterung noch nicht vergangen ist, zur Generalmobilmachung gegen die Vereinigten Staaten auf. Die USA waren vorbereitet. Auf Befehl des amerikanischen Präsidenten wurden die Einheiten des US-Stützpunktes Guantanamo auf Kuba durch 2000 Marineinfanteristen verstärkt. Gleichzeitig erhielten die dort ansässigen Zivilisten die Aufforderung, den Stützpunkt zu räumen. Sie hatten 15 Minuten Zeit, um ihre Koffer zu packen. In der Karibischen See, auf den Zufahrtsstraßen zu Kubas Häfen, bildete die 4. US-Flotte einen Blockadering. Der Flugzeugträger Enterprise übernahm das Kommando über insgesamt 60 kriegsmäßig ausgerüstete Schiffe. Präsident Kennedy hatte keinen Zweifel darüber gelassen, dass jeder sowjetische Frachter mit Kriegswaffen an Bord aufgebracht und im Ernstfall versenkt werden würde. Als der Kreml mit wuchtigen Gegenmaßnahmen drohte, wurde der gesamte Raketengürtel der Amerikaner von Grönland bis in die Türkei in Alarmzustand versetzt. Die Krise spitzte sich zu. Zur gleichen Zeit war das Gebäude der Vereinten Nationen in New York der Schauplatz dramatischer Vermittlungsversuche. Im Weltsicherheitsrat kam es zu erregten Wortgefechten zwischen dem sowjetischen Delegierten Sorin und Adlai Stevenson. We now know that the Soviet Union has decided to transform Cuba into a base for communist aggression. Into a base for putting all of the Americas under the nuclear gun. Советским Союзом на обсуждение Совета Безопасности. There has been no threat to the vision of peace so profound. Alarmstufe 1 hatte auch das strategische Bomberkommando Amerikas in Omaha. Der Start der 8-strahligen Düsenmaschinen dokumentierte die Entschlossenheit der amerikanischen Regierung, ihre gesamte Atommacht einzusetzen. Attention all bases, attention all bases. This is Iron Hand. This is Iron. Als die Krise kurz vor dem Höhepunkt stand, reagierte der Kreml mit einem überraschenden Zugeständnis. Khrushchev versprach, seine Raketen aus Kuba zurückzuziehen. Während diese Nachricht von der westlichen Welt als Erfolg amerikanischer Entschlossenheit gefeiert wurde, feierte man in der sowjetischen Hauptstadt den Sieg über Napoleon. In historischen Aufzügen wurde der Schlacht von Borodino gedacht, in der Napoleon im Jahre 1812 vor Moskau besiegt wurde. Zum Abschluss der Krise findet sich der Chronist in die Betrachtung realistischer Schaubilder von damals vertieft, deren Schlachtgetümmel an heutigen Maßstäben gemessen vergleichsweise harmlos wirkt. Der Kreml begnügte sich mit einem Raketenzauber am Moskauer Nachthimmel. Der kubanische Krieg fand nicht statt.